Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir haben beim letzten Mal diese ekligen Dinger da, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, besorgt, die den Anti-Pickel-Trank sozusagen, mit dem man den Anti-Pickel-Trank herstellt oder die das angeblich macht. Ob das nun wirklich jetzt so ist, das wissen wir ja gar nicht. Wir hatten auch beim letzten Mal, stimmt, wir hatten ja versucht zu züchten und das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Das würde ich jetzt nochmal ausprobieren. Wir werden da jetzt nochmal hingehen. Ich hoffe, es ist jetzt genug Zeit verstrichen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass offline gar nicht mitzählt. Doch offline scheint mitzuzählen. Okay, ich habe nämlich jetzt eine neue Aufnahmesession und hoffe einfach mal. Könnte doch noch nicht fertig sein. Wir gehen mal gucken. Wir gehen mal gucken, ob die Testrale da schon ihre Brutzeit beendet haben. Ansonsten... Nee, noch nicht. Okay. Sind noch 17 Minuten. Das heißt, wir müssen die Folge erstmal was anderes machen. Und am Ende der Folge, liebe Leute, werden wir dann hier einmal zurückkehren und uns das Ganze anschauen. Bis dahin retten wir Biscuit. Garnuff sagt, das Wildererlager sei nördlich von Hogsmeade. Ich sollte dort mit der Suche anfangen. Finde das Wildererlager, in dem Biscuit festgehalten wird. Alright, das machen wir. Gut, dass wir gerade aus Hogsmeade kommen. Aber ist ja kein Problem. Ah ja, okay, nördlich. Gut, ist ja noch einiges nördlich. Gut, dann werden wir einmal zu dem Turm der ersten Prüfung gehen. Und von da aus können wir dann da mit dem Besen hin. So. Einmal darüber fliegen. Dann schauen wir mal nach Biscuit. Guck mal, hier haben wir das Testral letzte Mal gefangen. So, und hier soll wohl auch Biscuit sein. Wenn wir mal hier landen. Wilderer. Garnuff hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Wenn jemand Ärger sucht, bin ich genau die Richtige. Okay. Wenn wir erstmal den hier drüben killen. Die Wilderer Duellantin. Der scheint hier irgendwie ein bisschen Bug zu sein an der Laterne. Zack. Niemand. Hier ist absolut niemand. Verarscht, hier war doch jemand. So, erstmal den hier hinten. Okay, machen wir erstmal den hier. So. Und da ist ja noch einer. Ich vergeude hier meine Fähigkeiten. Ja, dann erlöse ich dich doch mal davon. Musst du nichts mehr vergeuden. Ist doch schön. Habe ich dir sogar geholfen, sozusagen. Den Wilderern geholfen. Das wird der Titel sind jetzt sicher. Der Folge. Den Wilderern geholfen. So, ihr lieben Tierwesen. Alohomora. Wir müssen auch mal die Demigris-Statuen so langsam angehen, damit wir mal die besseren Alohomoras bekommen. Denn ich könnte mir vorstellen, irgendwann brauchen wir das dann doch mal. Wer von euch ist Biscuit? Da war doch gerade Biscuit. Da ist er. Komm her, Biscuit. Zack. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Garnuff zurück.
Bringen wir dich zu Garnulf zurück. Okay, aber vorher werden wir uns hier natürlich einmal umschauen. Im Wildererlager. Guck mal, Hinterhalt nämlich. Was haben wir hier noch so Schönes? Die Mondkälber. Okay. Aber ansonsten nichts weiter. Okay, dann schwingen wir uns mal auf unseren Besen. Und fliegen mal hier durch. Aber das müssen wir wahrscheinlich erst später machen. Guck mal, hier ist doch so eine Plattform zum Landen, oder? Da kriegt man doch auch irgendwelche Sachen für. Nice, okay, liebe Leute. Dann werden wir doch einmal hier reinschauen in unser schlaues Büchlein. Der Hut ist schlechter. Okay, dann haben wir hier im Inventar natürlich noch das Mondkalb. Das geben wir aber gleich wieder ab. Talentpunkte haben wir auch noch, die werden wir natürlich auch noch nutzen. Sammlung haben wir natürlich auch ein paar neue Sachen, da gucken wir nicht rein. Aber wir haben bei den Herausforderungen jetzt natürlich was geschafft. Und zwar kriegen wir dafür ein Erscheinungsbild. Na gut. Ich hätte gedacht, da kriegen wir vielleicht was Niceres. Aber guckt mal hier zum Beispiel. Löse zwei Prüfungen Merlins. Da kriegt man zum Beispiel Platz für Ausrüstung. Also, das wäre natürlich nice. Oh, hier haben wir noch eins. Raum der Wünsche. Zauberanweisung für Beschwörungen. Billywig-Stock. Okay, den haben wir freigeschalten. Magisches Glockenspiel können wir hier auch noch freischalten. Bessere Ausrüstung 5-mal und züchte 10 einzigartige Tierwesen. Gut, dann werden wir mal zurückgehen und dem guten Bescheid sagen, dass wir sein Mondkalb gerettet haben vor den Wilderern. Und dann werden wir uns auch schon in die nächste Mission stürzen, würde ich sagen. So, wo müssen wir denn hin? Naja. Kehre zu Garnulf zurück. Garnulf Gartenzwerg. Ist er hier unter der Brücke chillt, ey. Macht mich fertig. Oh, meine Biscuit. Wirklich? Oh. Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es ihm gut? Habe ich was übersprungen eventuell? Biscuit und mir geht es gut. Ich konnte sie problemlos retten. Oh, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ah, so schön. Schön, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. Das erleichtert mich ungemein. Oh, meine süße kleine Biscuit, mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir aber natürlich Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind ihnen ewig dankbar. Gewand des Tierwesenretters. Jawohl, das wollte ich schon immer mal haben. Gut, machen wir weiter mit den Aufträgen. Und zwar haben wir hier noch, das war die Schatzkarte, die haben wir immer noch nicht, gefunden, ne? Holy shit. Haben wir noch von Anfang an. Aber kriegen wir auch nur ein Erscheinungsbild, also nicht so wichtig. Das, die Testrale, das machen wir ja gerade. Genau, die Demiguis, die müssen wir noch machen. Die Hausschlüssel und dann haben wir hier im Schatten der Entdeckung. Sebastian hat mir eine Eule geschickt und mir mitgeteilt, dass er im Buch aus dem Skriptorium etwas Interessantes gefunden hat, worüber er mit mir in der Krypta sprechen möchte. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Das werden wir machen. Wir werden einmal zur Krypta reisen, Karte von Hogwarts. Und dann einmal hier hin. Da. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Treppen runter, aber da sind wir relativ dicht dran an der Krypta. So. Ah ja, hier nur die Treppe einmal runter. Und geht auf das Ding. Easy.
So, Sebastian, wir sind da. Du glaubst nie, was ich erfahre. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Der arme Ominous, alles läuft um ihn herum. Mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Ups, da habe ich wohl übersprungen aus Versehen. Aber man konnte es ja lesen. Also ihr könnt ja stoppen. Ne? Sorry. Das Zauberbuch gibt Sebastian Hoffnung. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Gott, oh Gott, oh Gott, die beiden, ne? Alter Falter. Ach, ja, wir wollen natürlich helfen. Ja. Akio-Duell Nummer 3 könnten wir jetzt tatsächlich auch noch machen. Überlege ich gerade, ob ich das mache. Ja, das machen wir. Komm, wir machen das Akio-Duell. Wie viel Zeit haben wir schon um? 14 Minuten? Ja, wir können das Akio-Duell easy machen. Schauen wir mal, was diesmal war. Letztes Mal war es ja... mit diesen drei Zonen, die da das Ganze sozusagen in die Mitte gezogen haben, wie so ein Magnet. Schauen wir mal, was jetzt Phase ist. Ach, Mensch, wen haben wir denn da? Die kennen wir doch. Hallo, Grace. Was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Das ist doch die mit ihrem komischen Nauti-Blablabla-Ding, die so abgehoben war. Ah, meine Familie muss man kennen. Ich bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Pinch Smedley hört sich schon so versnoppt an, ey. So, na dann, zeig mal, was du kannst. 100 Punkte, oh lol. Ach.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wir probieren es mal mit dem ganz linken. So, nehmen wir so ein bisschen nach rechts zu ziehen. Akio. Oh mein Gott, okay, da muss man ordentlich hochzählen. Aber schon mal 20 Punkte, ist okay. Ich versuche sie dann irgendwie so ein bisschen rauszuziehen auch, teilweise. Okay. Das hast du nicht gesehen. Nope. Easy, guck mal. Bemerkenswerter Treffer. 100 Punkte. Ja, push meinen Ball. Perfekt, jawohl. Ja, haben wir doch schon easy gewonnen, würde ich sagen. Ja, kein Problem. Wir versuchen den nochmal hier rauf zu ziehen, auf die Rampe hier. Akio. Kurz vor der Rampe müssen wir stoppen. Und nochmal 100 Punkte. Ja. Ja, das war ja ganz easy. Also du hast ja gar kein Schnittchen gehabt, ey. Alter Falter, weil die vor dir war ja schwieriger. Junge, Junge, geh mal nach Hause. Gut gemacht. Tauchen, Akio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Aber hallo. So nämlich. Aber du hast gut gespielt, Grace. Die andere Antwort wäre eigentlich gut, die wahre gewesen. Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Alright, Akio-Duell, drittes Spiel haben wir abgeschlossen. Und jetzt haben wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit, um schon mal die anderen Nebenmissionen noch anzunehmen. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Samantha Dale hat ein Problem mit ihrem Bruder William. Ich soll herausfinden, ob ich ihr helfen kann. Zauberanweisung für Beschwörung kriegen wir da. Na, schauen wir doch mal vorbei und gucken mal, was wir für sie tun können. Oh, hello. Du bist es. Genau dich brauche ich. Brauchst mir ja nicht anschreien, ey. Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff! Hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Warum macht die das nicht? Warum wurde Marmadukes Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Graynham Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Graynham missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität?
Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Granum es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Granum fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Granum es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmadukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Ah, deswegen. Warum ist dein Ahne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Alrighty, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn wir wollten ja nochmal in den Raum der Wünsche. Und wie ich gesehen habe, hat sich da was abgedatet. Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samanthas Familienwappen auf den Sarkophag legen. Das kriegen wir hin. Warte mal. Okay, dann gehen wir mal kurz zu den Testralen. Ich wähle mal auch mal die Mission aus. Damit wir die hier mal einmal haben. Und sehen, was wir da machen müssen. Pflege und füttere das Testraljung. Okay. Ah, okay. Dann war das alles so, wie es sein sollte. Und, ja. Okay. Okay. Alles klar. Futter hat es ja eigentlich. Also es könnte theoretisch ja zum Futternapf einfach selber gehen. Aber gut, dann füttern wir das halt. Und ich dachte schon, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber nee, wir mussten einfach nur warten. So, und einmal Futter. Dafür kriegen wir einmal Haare. Testral berichten. Genau, und jetzt haben wir das dann auch... Jetzt haben wir das dann auch da abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Genau, da hatte ich ja eine Futterstelle extra gemacht. So, Dick. Wir sind fertig. Hallo, Dick. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Dick. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Dick, er könnte das nicht. Doch Dick ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Dick seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Dick je gesehen hatte. Dick flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Dick zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Dick sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Dick reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Dick blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Das klingt, als hätte dein Meister bekommen, was er verdient hat. So nämlich. Ich wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Tobbs. Nicht einmal der Meister. Dick fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Dick hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Dick wieder gut machen, was geschehen ist. Dick ist einfach so eine gute Seele. Okay, ihr Lieben, und das war's damit mit dieser Folge. Beim nächsten Mal werden wir dann dieses komische Wappen da auf das Grab legen und mal schauen, ob sich unsere Füße hoffentlich nicht in Rüben verwandeln. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann
und ciao, ciao.